Sondern es gibt neue Technologien, es gibt neue Möglichkeiten. Da fällt oft dieses Stichwort Knowledge Graph, dass man also Daten anders aufbereitet, sodass sie besser maschinenlesbar sind. Weil wir wissen, dass in der Zukunft künstliche Intelligenz wird kommen, Sprachassistenten sind in aller Munde. Und darauf gilt es, sich vorzubereiten. Mein Name ist Guido Sommer, ich bin von der Hochschule Kempten und forsche sehr viel im Bereich Daten, Datenmanagement, auch die Rolle, die das zukünftig spielen wird und wie die Tourismusindustrie sich darauf einstellen muss, anders mit Daten umzugehen. Und da spielt eine große Rolle der Bereich Open Data, offene digitale Dateninfrastruktur, die aufzubauen ist, um zukunftsfähig, um sichtbar zu bleiben letztendlich als Destination, aber auch als Leistungsträger in einer Destination. Naja, zunächst mal ist die Ausgangssituation, wir haben das jetzt mal gemessen, irgendwo bei uns in der Region im Allgäu, die ist, ich will nicht sagen schlecht, aber es ist herausfordernd zumindest. Das heißt, die Datenqualität ist schlecht, die sind unvollständig vorhanden, die liegen bei sehr vielen unterschiedlichen Technologie-Dienstleistern, die unterstützend tätig sind. Also es ist sehr, sehr heterogen von der Landschaft und das zeigt die große Herausforderung. Zudem die Herausforderung der Branche, dass natürlich auf Gemeindeebene, es ist sehr kleinräumig, jeder sitzt auf seinen Daten irgendwo. Das sind sehr, sehr große Herausforderungen, die angegangen werden müssen. Wie sollte man zukünftig letztlich damit umgehen? Die Daten müssen zukünftig anders aufbereitet werden tatsächlich. Im Moment steckt alles in relationalen Datenbanken. Damit können schon irgendwo Maschinen auch umgehen. Sie können also interpretieren, was in so einer bestimmten Spalte irgendwo drinsteht, hat eine bestimmte Bedeutung. Aber das ist sehr, sehr begrenzt. Sondern es gibt neue Technologien, es gibt neue Möglichkeiten. Da fällt oft dieses Stichwort Knowledge Graph, dass man also Daten anders aufbereitet, sodass sie besser maschinenlesbar sind. Weil wir wissen, dass in der Zukunft künstliche Intelligenz wird kommen, Sprachassistenten sind in aller Munde. Und darauf gilt es, sich vorzubereiten, ja, um als Destination, Hotelier oder wer auch immer, zukünftig sichtbar zu bleiben. Das heißt, ich muss meine Daten zunächst mal schauen, okay, in welcher Qualität habe ich sie denn da, wie sind sie aufbereitet. Und dann ist es natürlich von großer Bedeutung, wie sind sie, man sagt, annotiert, das heißt, wie sind diese Daten irgendwo strukturiert. Die Maschine wird sie nur dann lesen können, wenn sie sehr granular, also wenn sie wirklich, wenn eine Telefonnummer als Telefonnummer gespeichert ist, wenn eine Website als eine Website-Adresse gespeichert ist. Das muss so granular sein. Volltext kann die Maschine als solches heutzutage noch nicht wirklich verstehen und lesen. So, und da spielt diese Begrifflichkeit Linked Open Data, Knowledge Graph eine sehr, sehr große Rolle. Also was mir ein großes Anliegen ist, ist erstmal, dass der ganze Public Data Bereich sich öffnet. Das heißt, die ganzen Geodaten, die bei irgendwelchen Landesämtern beispielsweise liegen, Mobilitätsdaten. Ja, dabei, es gab mal eine Initiative bei der Bahn, die ist gescheitert, da muss man sich fragen, warum. Aber wenn allein diese Sachen, die Geodaten, wenn die Mobilitätsdaten, wenn die mal offen zur Verfügung stünden, was hätte das zur Konsequenz? Das würde richtig für Innovationen, also sehr, sehr wahrscheinlich für viel mehr Innovationen sorgen. Weil, wenn Entwickler auf diese Daten zugreifen können, die für den Tourismus hochrelevant sind. Also fast jede Anwendung im Tourismus hat was mit Geodaten zu tun. Mobilität ist entscheidend, um immer irgendwo hinzukommen. Also wenn Entwickler darauf Zugriff haben und eben nicht nur Google, die ja geschlossen sind, auf diese Daten zugreifen kann, dann kann Neues entstehen. Und dann hat das, also das hat ein riesen Wertschöpfungspotenzial. So, und davon ausgehend muss man natürlich irgendwo diesen Bereich Open Data weiterdenken. Das heißt, wir reden jetzt nicht nur über Geodaten, wir reden nicht nur über Mobilitätsdaten. Die sind natürlich entscheidend, da sind wir dran. Aber natürlich auch tourismusrelevante Daten, Points of Interest, vor allem der ganze Eventbereich. Wir haben da es fängt also im Kleinräumen in den Bergen mit Schneeberichten, da wo wir herkommen irgendwo, sind natürlich relevante Daten. So, wie stehen die zur Verfügung? Wie offen sind die? Und wie können sie konsistent ausgespielt werden? Das sind große Fragestellungen.
Naja, das Problem wird sein, und das zeichnet sich ja schon ab, dass die Website als solches immer mehr eigentlich an Relevanz verliert. So, weil die Kunden auch ganz woanders unterwegs sind, also auf größeren Portalen, auf anderen Applikationen. Das heißt, ich muss mir die Frage stellen, wie erreiche ich die überhaupt noch? Und wie erreiche ich die denn auch dann irgendwo noch mit meinem Content, mit wichtigen, guten Content, ne, dass der nicht sonst woher kommt? Und da hat sich gezeigt in den letzten Jahren, dass auch da die Destinationen Schwierigkeiten bekommen haben. Ne? Plötzlich hat man gesehen, okay, das sind Daten von meiner Destination, aber die sind plötzlich, das sind gar nicht meine Daten, die kommen dann von Yelp oder von irgendwelchen anderen Quellen. Wie kann ich das schaffen? Wie kann ich da wieder irgendwo das Heft in die Hand bekommen, dass ich tatsächlich da ein bisschen mehr Kontrolle zurückgewinne? So, und das geht darüber, dass ich die Daten anders annotiere, dass ich wir reden immer viel über den de facto Standard Schema.org, dass ich also meine Daten danach annotiere. Und die Destinationen, die das jetzt schon gemacht haben, haben einen direkten Effekt gesehen. Das heißt, die haben da tatsächlich gleich irgendwo eine größere Sichtbarkeit erreicht als ersten Schritt. So, und gleichzeitig stehen wir aber vor der Herausforderung, dass dieser de facto Standard Schema.org für den Tourismus nicht weitreichend genug ist. Das heißt, es gibt größere Initiativen, länderübergreifende Initiativen, die versuchen, dieses Vokabular, was notwendig ist, zu vereinheitlichen, zu standardisieren, zu harmonisieren, damit man das irgendwo als neuen Standard implementiert bekommt. Und das ist natürlich umfassend, das ist umfangreich, das braucht auch ein bisschen Zeit, das heißt, man entwickelt da so ein bisschen parallel, aber da wird es hingehen. Und dann muss man halt schauen, wie granular gehe ich in dieser Standardisierung der Daten irgendwie, wie tief kann ich gehen.